Sollen wir Luigi oder Prinzessin Peach losschicken als Geisel, damit wir herausfinden können, wo genau die sich aufhalten? Das müssen wir heute herausfinden. Außerdem müssen wir herausfinden, was sich hier und hier befindet, um in dem Chrommeer, Polychrommeer weiterzukommen. Wir haben zwar, ja, man könnte sagen, hier ist bestimmt auch nochmal vielleicht eine Insel. Da sind sogar ganz viele von diesen Steinen. Und hier wird sich bestimmt auch noch was finden lassen. Aber erstmal gucken wir, was wir hier direkt vor uns oder neben uns, besser gesagt, finden können. So, bevor ich das Ding jetzt aber ansteuere, will ich eigentlich wissen, ob ich diesen Kackhaufen da, sieht aus wie ein Kackhaufen, ob ich das finden kann. Ja, jetzt kann ich es finden. Da hinten! Yeah, Spiralhäuflein-Riff! Also ja, es ist ein Kackhaufen. Ja, cool. Ein Riff im Polychrommeer sieht irgendwie aus wie... wie Poop. Blum, landet sich. Sieht aus wie eine sehr kleine Insel. Sieht aus wie die Mini-Minsel, die wir letztens hatten. Schauen wir mal, ob das denn auch eine Mini-Minsel wirklich ist. Also, eine Mini-Insel. Aber die andere hieß Mini-Minsel. Ihr versteht schon. Blum, da sind wir. Ja, okay, ist es. Was steht denn hier? Wie sind wir hergekommen? Der Schreiber dieser Zeilen ist so gut wie erledigt. Wie kam ich nur auf die Idee, mein Geld hier zu verstecken? Hätte ich ahnen können, dass hier bald alles drunter und drüber geht? Ich muss meinen gigantischen Schatz unbedingt zurückbekommen. Wie gerne würde ich hinabsteigen, doch der Bauch tut mir so weh. Ich muss wohl erstmal umkehren, am schnellsten mit der Kanone da oben. Fürs Erste, adieu, Sparstrumpf-Samurai. Soll das ein Tipp sein, dass wir hier noch nicht weiterkommen können? Vielleicht sind die Gegner zu stark oder so? So klein ist es zumindest. Was habe ich? Glücksbett? Habe ich das richtig gelesen? Glücksbett? Ich glaube, meine Augen trügen. Oh ja, Level 16. Geht eigentlich noch. Wir sind ja Level 14. Das sollte jetzt nicht allzu problematisch sein. Aber der Boris macht mir Ärger. Die anderen, ja, okay, sind Kalubis, aber der Boris. Wenn ich mich von dem treffen lasse, wird es nicht mehr so lustig. Danke, Nintendo Switch Online. Ich erweitere gerade schon mein Spielerlebnis. Ich weiß nicht, warum das da stand. Cool. Ach, der schnie einfach direkt durch. Was zur Hölle? Jetzt machen wir was anderes? Betrug! Bullshit! Was soll das? Na komm. Da muss zumindest der grüne Panzer jetzt reinhauen. Reindonnern. Ich mag immer noch diesen Sound nicht, dieser Panzer macht. Unterdrückter Sound. Es klingt einfach weird. Ich weiß nicht, was die Macher da gemacht haben. Nimm doch einfach den ganzen normalen Cooper-Sound. Fertig. Tschüss. Der Wurm lebt noch. Der dreckige Wurm lebt noch. Aber nur fast. Oder besser gesagt, gerade so. Nicht fast. Ja, fast lebt er. Oh, dann doch nicht. Aha, aha. Kong. Lebt ja auch noch. Der lebt ja auch noch. Das ändern wir schnell. Und du? Oh, nice. Du kriegst den Hammer reingedonnert. Tschüss, Kollege. Hier wird nicht rumgespaßt mit Mario und Luigi. Ein Wunderpilz. Oh, mehr Gegner. Oh, noch viel mehr Gegner. Aber die Items sind es bestimmt wert. Die Items sind es bestimmt wert. Die Items sind es bestimmt wert. Forscherhammer. Alter, diese blauen Sprösslinge. Hatten wir die schon mal als Gegner? Bestimmt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ah ja, doch, jetzt kann ich mich erinnern. Das sind die Wasserviecher. Ja, ja, jetzt erinnere ich mich. Ah, die können sich gegenseitig heilen. Das ist deren Spezialität. Hm? Der denn da für ein Tanz? Komm auf zu tanzen, Kollege. Ach, wir müssen sie irgendwie alle gleichzeitig besiegen, sonst ist hier Ende Gelände. Hallo? Darf ich jetzt auch mal wieder kämpfen? Oder ist es nur so ein Kampf für euch? Hallo? Reicht mal. Danke. Was zur Hölle? Aquanomba. Ja, eigentlich draufzimmern, oder? Zumindest mit Mario. Was anderes kann ich eh nicht mit ihm machen. Und so oft können die ihn jetzt auch nicht heilen. Right? Oder? Ah, aber ich sehe auch, die müssen erstmal ihre Wassertropfen aufladen. Der obere hat es aufgeladen, hat es irgendwie nicht eingesetzt, warum auch immer, Idiot. Die anderen haben es aber auch schon alle weg. Der hier lädt gerade noch auf, der hat noch so eine kleine Blase.
Den können wir schon mal fertig machen, bevor er den voll auflädt. Bam. Ja, jetzt verstehe ich die Gegner. Ich dachte schon, das geht unendlich lang. Oh, wir haben Angriff plus bekommen, Luigi. Cool. Freut mich. Jetzt mal einsetzen. Oder auch nicht. Den ersten treffe ich nie. Da bin ich mir immer sehr unsicher. Verstehe. I understood. Ja. Bonk. Ah, plus 20 Angriff haben wir da unten. Das steht da sogar. Schön. Schön, dass es da sogar angezeigt wird. Da brauchst du nicht merken. Aufgeladen. Was? Wie? Wer ist aufgeladen? Mein Checker? Der lädt noch nach. Was hatte ich denn? Ich hab den Pilz-O-Matic gehabt, ne? Ah, die werden nicht automatisch wieder angeschlossen. Okay, man sollte nach jedem Kampf... Das ist ja unnötig. Nach jedem Kampf was Neues... Oh Gott. Okay, hey, schau mal. Machen wir erstmal einen super Panzer-Angriff. Ja, und scheinbar geht's hier nicht weiter. Vielleicht müssen wir irgendwas auf dieser Insel finden. Oder ich hab's noch nicht gesehen und wir konnten seit dem letzten Gespräch wieder in eine neue Strömung hinabziehen. Warum ist der andere gestorben? War das so doof? Scheinbar. Ja, Kollege, wen willst du jetzt heilen, hä? Kann sich höchstens selbst heilen. Das wird doch stinklangweilig. Komm, gib auf. Danke. Und gib mir die XP, die ich verdiene. Ja, nicht so viel. Für die Zeit, die das beansprucht hat, war das jetzt wirklich nicht so viel. Oh Gott, oh Gott. Blöcke. Oh nein, wir sind noch mehr. Aber noch mehr Blöcke. Und noch Blöcke. Und noch mehr... Good times. Das ist zumindest nicht der exakt gleiche Kampf. Dies. Das sieht doch schon mal aus wie eine leichte Änderung. Aha. Ja. Boris! Geh zurück zu deinem Kameramann-Posten. Ja, wird geheilt. Aber nochmal heilen kann er nicht. Bam. Wieder beguckt. Aufgeladen. Beide? Ups. Hier. Anti-Luftigus. Ah, okay. Okay, das verschwendet keinen Zug. Ich kann es einfach machen. Ich Idiot. Ja, okay, jetzt habe ich die komplett verstanden, die Effekte. Nee, dann finde ich es cool. Ich dachte, ich muss jedes Mal außerhalb des Kampfes, weil das ist ja ein extra Block. Ich dachte, okay, wenn man ein Item auswählt oder eine Paar-Attacke auswählt, hat man ja auch seine Runde verbraucht. Aber bei Effektstärkern zählt das nicht. Da kann man die immer auswechseln. Jede Runde kann sie ständig auswechseln. Das ist natürlich praktisch. Und das kann man natürlich auch gut taktisch benutzen. Okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Dann will ich nichts gesagt haben. Dann ist cool. Oh Gott, dann kann das Spiel ja doppelt so lange dauern. Wenn ich jede Runde zweimal überlegen muss, ob ich auch meine Effekte richtig ausgewählt habe für den nächsten Angriff, den ich plane. Vor allem auf Bessen wird das dann kompliziert, weil die will ich ja so schnell wie möglich besiegen. Sonst muss ich mir deren Angriffe länger geben. Und das ist nicht gut. Okay, der bufft sich langsam. Langsam aber sicher. Und der Kollege da? Der traut sich nicht mal. Ja, dann hau ab. Wenn du dich nicht traust, hau ab. Und ja. Ja, komm. Mach einfach so. Zack. Um. Sorry. Ich hab auch ein Wegesfeld. Ich hatte. Vielleicht geht das noch schnell vorbei. Und Geschichte mit dir. Oh yeah. Ich hätte noch sehr gerne den Level Up. Aber dann müsste ich hier länger kämpfen. Ist es das wert? Aber wir hätten auch hier einfach wieder hochgekommen. Aber hier ist halt wirklich nichts. Sehr seltsame Insel, wenn ihr mich fragt. Hier ist halt nichts. Ein paar Blöcke, cool. Und wir haben auch einen Hammer gefunden. Den muss ich gleich mal anschauen, ob der gut ist für... Wahrscheinlich Mario. Luigi hat da, glaube ich, letztens einen bekommen. I guess, ich glaube, I mean. Ja. Was machst du? Kurzer Lag, cool. Was war denn das? Der Forscherhammer? Ja, so oder so. Der ist schon mal besser. Plus 10 bei Mario. Bei Luigi war plus 9. Auch nicht schlecht, aber er würde ein bisschen Verteidigung verlieren. Bei Mario ist nur plus, also ab damit. Ja. Schön. Kann ich jetzt irgendwo noch woanders lang? Die Linie kann ich nicht anklicken.
Nach oben macht keinen Sinn. Hier auch nicht. Okay, muss ich vielleicht mit auch mal mit denen reden? Ich bin bereit für meine Mission. Ja, wo muss ich denn dafür hin? Bin ich gerade blöd? Hä? Also wenn ich hier hingehe, schickt da oben nur Schicke, Prinzessin Peach oder Luigi auf Ermittlungsmission. Ist halt die Frage, soll das jetzt bedeuten, ich soll hier hin und uns dort festnehmen lassen? Oder sollen wir woanders hin? Ja, wahrscheinlich nicht. Hm? Aber wo sollen wir uns denn kidnappen lassen, bitte? Ich guck mich nochmal um, vielleicht kann ich noch mit jemandem bestimmtem reden, der mir da genaueres sagt. Vielleicht muss ich in ein anderes Gebiet? Warte mal, gehen wir mal nochmal zur Inselauswahl. Müssen wir woanders hin? Vertragkammer? Hier fehlt noch was, hä? Wie, stopp, was, wie fehlt noch was? Wie, ich hab nicht 100%, hä? Huhu, das gibt's nicht. Was soll ich da machen? Oder sind die erst im Nachhinein gekommen? Weil ich meine, ich habe alles geholt, bevor ich rausgegangen bin. Na gut, mittlerweile sind die Blüten ja auch gewachsen. Aber trotzdem. Was? Die waren vorher nicht da. Nee, die waren vorher nicht da. Nix da. Danke, ich kann nicht wieder mit meiner Freundin spielen, ohne erst durchs Labyrinth zu müssen. Ich habe ganz viele neue Witze, die ich erzählen will. Mann, die wird sich kringeln. Ach schau mal, jetzt haben wir eine Abkürzung. Direkt nach draußen vom Labyrinth aus. Warte, soll das bedeuten, wir sollen vielleicht hier lagen uns entführen lassen? Weil hier kommen noch die Kreier. Oder nicht? In Richtung Osten habe ich eine Insel gesehen, wo richtig hohe Gebäude stehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Gült sein muss. Mann, wie gerne würde ich da mal hin. Nach Gült? Okay, Gült ist also eine Großstadt. Mit hohen Häusern. Ich kann nicht mehr reden, Mann. Okay, interessant. Ich würde mal sagen, hier haben wir ab. Hier ist eh nichts mehr für uns Interessantes zu sehen. Ja, machen wir mal hier hin oder so. Keine Ahnung. Da würde ich ganz nur im Kreis fahren. Wo waren das jetzt? Hier, ne? Ja, da unten. Okay. Gehe ich da eben hin? Meinetwegen machen wir noch eben den Bumerang voll. Du kriegst jetzt aufs Maul. Verdammt. Begadies! Ach, ich hab diesen Sprungstecker, ne? Ja. Okay. Setz mir direkt ein. Oder? Ne, hat nicht gemacht. Hat leider nicht gemacht. Wuhu! Der macht irgendwie nur random. Manchmal will er das automatisch machen und manchmal macht er gar nichts. Na gut. Eine Schraube. Da kriege ich die Schrauben locker. Hä, wann können wir denn diese besonderen Items, die man in den einzelnen Inseln findet, endlich mal einsetzen? Also jetzt mal wirklich, wann können wir die einsetzen? Oh oh. Wow. Wow, er will's wirklich, er will wirklich. Oh, okay. War klar, dass früher oder später einer von den anderen nicht bekommt. Wir können dann gleich die Kräuter benutzen zurück. Das heißt, wir müssen nicht so klatschen. Aber mach die Kämpfe jetzt mit, weil. Ey, ich hab doch gemacht. Weil ich will unbedingt noch meinen Rang haben. Gebe ich ihm den roten Panzer? Ja, kann ich gönn dir. Kollege, du bist es wert. Ich gönn dir. Donk, 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 donk. Oh, er brennt, oh, er brennt. Oh, haut, haut, eis, eis. Aua. Ja. Bam, Alter, one shot. Oh, yeah. I do it. Mhm. Wir müssen immer auf dieses Wort achten. Da steht dann immer Luftkurs, weil so heißt ja der Ficker. Dann wissen wir, jetzt hat's gezählt. Also nochmal. Bam. Nö, der will irgendwie gerade nicht. Der Chef hat gerade keinen Bock. Er hat keinen Bock, keine Lust. Niemals. Mhm. Sehr gut. Kollege. Ich brauche noch einen Kampf. Ich brauche noch einen Kampf. Aber da vorne war noch ein Baumstampf. Stumpf. Stampf. Stampf auf den Stumpf. Er kriegt uns aber nicht. Ich höre mich, muss ich länger warten. Mist. Das habe ich natürlich nicht bedacht. Wieso sind hier so viele? Warum sind die so viel wert? Also die hier sind sehr viel wert. Ja.
cool. Komplette Karte des Labyrinths. Okay, wir sollten uns merken, wenn wir irgendwann die Fähigkeit haben, uns klein zu machen und durch kleine Löcher zu gehen, dann können wir da die unsichtbaren Blöcke holen. Ansonsten, ja, gut. Da oben ist noch ein versteckter Block. Soll ich den eben holen? Ja, komm, ich hole den eben. Ich gebe euch das aber. Ach so, der Antiluftikus zieht generell nur für Fluggegner. Deshalb heißt es auch Autsch, Autsch. Ah, jetzt habe ich es natürlich verstanden. Ah. Hat das da auch, dass der nur auf Luftgegner aktiviert wird? Zählt? Was? Wie, Luigi kriegt sein Level ab nicht? Ist das ernst? Oh Mann, ja, ich mache doch gleich noch einen extra Kampf. Yay, Bumerang, zum Beispiel mal von Mario. Was ist der Rangboni, den wir uns gönnen können? Ja, nee, Angriff plus und Verteidigungsplus finde ich lame. Die hole ich mir nicht. Wie wär's mit schnell aufleveln? Das könnte ich ziemlich gut gebrauchen, Mann. Gib her. Okay, damit wird jetzt aber Mario noch viel mehr vor Luigi liegen, weil er jetzt noch einen Kampf ohne Luigi Luigi selber machen muss. Sehr doof. Sehr, sehr doof. Aber hey, Bumerang und schnelleres Level, 20% schnelleres Level, sehr schön. Und eine Portion, die haben wir schon dreimal oder so gefunden. Okay. So, Luigi, gönn dir. Und boah, wie viel Mario jetzt einfach extra hat. Oh man, nicht gut. Ja, Luigi kriegt natürlich das Gleiche. Luigi kriegt natürlich auch schnell aufleveln. Wie gesagt, ich werde die hier wahrscheinlich nie benutzen. Das ist okay, kann man machen. Aber ich habe es nicht nötig. Oder generell, ich finde es nicht interessant. Ausrüstung finde ich super interessant. Schnell aufleveln kann man ruhig machen. Vor allem habe ich es nötig, muss man zugeben. Ja, die anderen sind halt so, ja, kann man, wenn man möchte, kann man es machen. Aber ich möchte halt nicht, deshalb mache ich es nicht. Lol. Okay. Goldene Röhre, zack, weg hier. Oh. Doch, 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 du willst zurück. Let's go. Warte, wir haben doch jetzt alle, oder? Ich hätte nochmal nachschauen müssen. Ich schaue nochmal nach, was ich zu tun habe. Nee, ne? Okay. Oh. Nee? Hä? Doch, warte, hier. Hier leuchtet's doch. Die Tef? Nee. Oder auf der anderen Seite. Ah, deshalb leuchtet's auch hier, weil es dort auf der anderen Seite ist. Wie komme ich da nochmal hin? Ach so, von unten. Stimmt. Ich bin hier einfach automatisch reingegangen. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr vielleicht dann abhauen wollt, versucht euch am Rande zu bewegen und einfach schnell zu rennen. Das habe ich jetzt zumindest gemacht und das hat tatsächlich ganz okay funktioniert. Bis halt auf einen Gegner. Boah, 22. Das hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt, hier hinzukommen. Da bin ich auch nicht böse jetzt. Okay, aber ich muss überlegen, wo geht's weiter? Also uns wurde einfach nur gesagt, hey Luigi, jetzt überleg mal, willst du dich entführen lassen oder sagst du Peach, dass ich entführen lassen? Aber wie gebe ich die Antwort oder wo muss ich hinfahren? Hier, schicke auf Ermittlungsmission. Wie schicke ich die denn auf Ermittlungsmission? Weil mit denen reden passiert ja nichts. Vielleicht gibt es ja einen NPC, der das macht. Ich rede nochmal mit Strom aus. Oh, ihr habt am Gigaleuchtturm eine Notiz gefunden? Haben wir? Von Saftos? Das ist mein Vater! Wenn er das schreiben konnte, dann ist ihm also nichts zugeschossen. Welch ein Glück! Ihr solltet diese Notiz gut aufheben. Mein Vater hat sie für einen Helden bestimmt. Dieser Held seid ihr, Marilady. Oh, yeah. Zwei Helden. Aber vielen Dank, dass ihr sie mir gezeigt habt. Das bedeutet mir sehr viel. Kein Problem, dafür bin ich gar nicht hergekommen. Ich glaube, es wird sich eine Insel in der Nähe. Das spüre ich einfach. Ja, ist schon gut, aber da müssen wir nicht hin. Ach, so einfach hier hinrennen. Okay, konnte ich ahnen, klar. Hallo Marilady. Ich habe Dr. Wolzen gerade den Konnektarbau gezeigt. Ein höchst beeindruckendes Gewächs, dieser Baum. Doch wie ist er überhaupt hier hingelangt? Ich habe ihn selbst aus einem Setzling gezogen. Als der alte Konnektarbau sein Ende fand, wurde ich weit weggeschleudert. Daraufhin erwachte ich auf dieser Insel. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. Aber
Dann war mir so, als hätte dieses Bindekännchen schwach geleuchtet. Falls dem Konnektor einmal etwas zustößt, müssen wir einen neuen aufziehen. Meine Mentorin hat mich gelehrt, dass das zu den Pflichten einer Vatanikerin gehört. Daran habe ich mich wieder erinnern können, als das Bindekännchen aufleuchtete. Also beschloss ich den Samen, den meine Mentorin mir gab, auf Capitabora zu pflanzen. Und seitdem habe ich mein Bestes gegeben, um diesen Baum aufzuziehen. Yeah, W-Mentorin. Ich wünsche bloß, ich wüsste, wo meine Mentorin abgeblieben ist. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Der Konnektor wird größer und größer. Und Mara und seine Freunde helfen mir dabei, die Insel hier anzubinden. Wir haben sogar einen der Gigaleuchttürme wieder zum Leuchten gebracht. Wenn das so weitergeht, haben wir Konnektor in dem Hand und Drehen wiederhergestellt. Oh ja, dann kann ich vielleicht auch endlich meine Mentoren wiedersehen. Aber Sichi! Sehr interessant. Nun, ich werde euch gerne helfen, wo ich kann. Vielen Dank! Mario. Okay, was ist mit Mario, Luigi? Nicht? Habt ihr euch schon entschieden, wer als Spion gehen soll? Pete oder Luigi? Sagt mir einfach Bescheid, sobald ihr das geklärt habt. Das ist ein Toadstool? So nennen wir das ja gar nicht mehr. Hallo. Gehen wir den Plan noch einmal durch. Unser Spion lässt sich von einem Klemmergeier zur feindlichen Basis verschleppen. Wir verwenden einen von mir entworfenen Kommunikator, um in Kontakt zu bleiben. Sobald wir genug Informationen haben, eilt Mario via Kanone zur Rettung. Daraufhin verlassen unser Spion und Mario gemeinsam das feindliche Gebiet. Nun müssen wir also nur noch entscheiden, wer sich entführen lässt. Na, das Ding ist, Luigi ist jetzt schon behind an Erfahrungspunkten. Deshalb will ich Peach entführen lassen. Ich will nicht, dass jedes Mal sich Luigi entführen lassen muss. Außerdem, Peach macht sowieso gerade irgendwie nicht viel Sinn hier. Die macht ja nicht wirklich was Produktives, finde ich. Also kann sie auch einfach gehen. Böse gesagt, ich mag Peach sehr, vor allem in diesem Spiel sieht sie hübsch aus, aber sie kann ruhig sich führen lassen. Wir retten sie sowieso in 0,nix. Im nächsten Tag ist es schon wieder mit Prime Versand bei uns. Für Prinzessin Peach könnte es schwieriger werden, frei herumzulaufen. Aufgrund dieses Mankos wird sie potenziell weniger umfangreiche Daten liefern können. Ach so, ja, okay, wenn Luigi sich führen lässt, dann könnte er sich befreien, sich dort umschauen und können wir als zwei Leute spielen. Okay, das habe ich nicht bedacht. Dafür können Mario und Luigi sie gemeinsam abholen, was diesen Teil des Plans erleichtert. Entsenden wir dahin gegen Luigi, würde sie vermutlich freier bewegen können. Von ihm könnten wir also eine gründlichere Datenerhebung im Zielgebiet erwarten. Okay, also Peach schicken ist so gesehen der Easy Mode. Luigi schicken der Hard Mode, weil Mario alleine sich durchkämpfen muss, aber Luigi sich auch alleine durchkämpfen kann und somit wir uns dann in der Mitte treffen. Bei Peach müssen beide durch und das wäre ein bisschen langweilig vielleicht. Der Nachteil wiederum bestünde darin, dass Mario ihn auf sich allein gestellt retten müsste. Was sagst du dazu, Mario? Den Schatz liegt bei dir. Okay, also vorher hätte ich gesagt, Prinzessin Peach, weil ich möchte nicht, dass Luigi allein levelt. Und auch ich will nicht, dass Mario allein levelt und Luigi nichts machen kann. Aber das Argument, ja, Luigi ist doch sowieso stark genug. Er ist schon Level 14 oder 15. Der kriegt sich doch bestimmt aus dem Klammergeier frei. Es ist easy. Peach nicht. Luigi kann das. Luigi macht das. In dem Fall wirst du dich eine Zeit lang allein durchschlagen müssen, Mario. Das wird nicht leicht, aber wenn du Vertrauen in deine Kampferfahrung hast, dann nur zu. Ich hoffe, ich liege nicht falsch. Wenn ich am Ende mit Mario irgendwie zwei Level drüber stehe und Luigi muss nachholen, dann bin ich sauer, weil dann hätte ich lieber Peach genommen. So sei es. Luigi, bist du bereit? Oh yeah! Dann sollten wir Trakema aufsuchen. Dort werden uns die Klammergeier gewiss finden. Ja, Trakema haben wir doch schon angebunden, nicht? Da war ich gerade. Warte mal, da war ich gerade. Ey! Oh Mann. Ich hätte einfach schon Luigi entführen lassen können. Ah, der NPC ist auch weg. Ich bin mir sicher, dass es genau hier war. Hä? Look! Oh nein. Was macht Peach jetzt hier? Ich habe dafür gesorgt, dass sich die Inselbewohner in Sicherheit begeben. Luigi, ich danke dir dafür, dass du dies auf dich nimmst. Ja, ich muss es ja in jedem Spiel machen. Ihr könnt euch auf uns verlassen. Hast du dann viel Glück? Wenn du Effektchecker bauen willst, öffne einfach wie gewohnt das Menü. Ich kann dir auch von dort zeigen, wie alles funktioniert. Okay, also Watz bleibt bei Luigi, weil er immer bei Luigi ist. Heißt, Effektchecker können wir nicht neu machen. Ich bin sicher, dass der Plan aufgehen wird. Aber wir sollten hier weit auf der Hut bleiben. Leute,
Wirklich, du willst es doch nicht machen. Ach, Luigi. Büchse voll, oder was? Ich verstehe, dass du im letzten Moment einen Rückzieher machen möchtest. Aber lass mich dir sagen, was eine kürzliche Messung mit meinem Augenmaß ergeben hat. Ich sehe Tapferkeit in deinen Augen glitzern. Oh. Nein, keine Tränen der Angst. Tapferkeit. Zumindest Spurenelemente davon. Und sieh nur, der Nachwuchs feiert dich an. Viel Glück, Luigi. Von mir aus, dann darf er jetzt bei der Held sein, statt mir. Viel Glück. Du machst das schon, Luigi. Das ist ein großer Moment. Zeig es, dass du was drauf hast. Diese Gelegenheit erfüllt alle Parameter, die ich zum Helden zu machen. Nutze sie, Luigi. Oh yeah, let's go. Ich will nicht. Dein Herz sagt ja, der Rest deines Körpers nein? Ja, genau, so ist es. Du benötigst Hilfe, um dem Schicksal felsenfest ins Auge blicken zu können? Was wäre, wenn ich Peach genommen hätte? Dann hätte ich die ganze Sequenz verpasst. Einfach eingebohrt. Viel Glück, Luigi. Okay. Bye, Bro. Luigi, meine Gedanken werden dich begleiten. Wir werden nun Zeugen eines ebenso schauerlichen wie faszinierenden Schauspiels. Ah, Futter! Ein kleiner Magier auf der Suche nach einem Opfer, in das er seine Klauen schlagen kann. Wie bedauerlich, dass wir abwarten müssen, ob es dem Unterfangen tatsächlich gelingen wird. Weder Tier noch Beute kommen bei diesem von mir initiierten Feldversuch zu Schaden. Ah, nehme ich dich mit. Guck, dass ich sie ausgraben kann. Mario! Mario! Ich hoffe, das geht nicht allzu schlimm schief. Ich bin mir sicher, dass alles gut gehen wird. Wenn Luigi und Watt sich an der Sache annehmen, klappt es ganz bestimmt. Dann werden wir schon bald wieder vereint sein. Okay. Und jetzt können wir weiterziehen. Endlich! Ah, da drüben. Nicht nach links? Links ist auch noch lang. Irgendwann. Jetzt scheinbar nicht. Alright. Die Verbindung ist hergestellt. Jetzt müssen wir die Strömung nur noch erreichen. Wir sollten nach Kavitabora zurückkehren und dann die Säge setzen. Mhm. Werde ich automatisch zurückgepackt? Ich hoffe. Ich will hier nicht bleiben. Ich hab hier nichts zu suchen. Glaube ich. Boah, das ist angeladen jetzt. Und weiter geht's. Ah, eine neue Meeresströme hat sich für uns aufgetan. Und der Baum hat uns mit einem Lichtstrahl die Richtung gewiesen. Dieselbe Richtung, die auch Luigis Entführer eingeschlagen haben. Ah, der Kommunikator ist angesprungen, den ich dir passend offscreen reingetan habe. Perfektes Timing. Auf der Switch. Hey Mario, kann man mich hören? Mhm. Warum seid ihr alle oben rechts am Bildschirm? Wieso können wir euch sehen da oben rechts? Luigi und ich sind unversehrt angekommen. Aber diese Insel, sie ist wie eine große schwimmende Stadt. Wir sind jetzt in einem riesigen Gebäude in der Mitte der Insel. Oh oh, da kommt jemand. Hä? Eine große Stadt? Das muss Guild sein. Jawohl, der Plan scheint also soweit zu funktionieren. Diese Wachen jedoch. Die Klammergeier jedenfalls handeln definitiv nicht aus eigenem Antrieb. Nee, die werden von irgendwem geschickt. Ja, richtig. Es scheint, als bräuchten sie ihre Opfer in ein Hochhaus. Als brächten sie ein Hochhaus. Armer Luigi, armer Watz. Hoffentlich stößt ihnen nichts zu. Haben wir irgendeinen Anhaltspunkt, wo ich dieses Geld befinden könnte? Ich weiß was. Das Licht des Baums zeigt in diese Richtung. Bum. Also müsste sich Geld irgendwo da befinden. Das klingt logisch. Dann sollten wir mit Kavitabora Kurs dorthin setzen. Lass uns keine Zeit verlieren. Luigi beginnt sich ja schon, sich Sorgen zu machen. Na, eigentlich nicht. Mario. Das hier wirst du vielleicht gebrauchen können. Yes, endlich! Diese Klammergeier scheinen äußerst agile Kerlchen zu sein. Ich bezweifle daher, dass es viel nützt, einen Panzer nach ihnen zu treten. Also versucht es doch einmal mit diesen experimentellen Techniken. Oh, das ist ja Dobby. Du hast den Donnerdynamo erhalten. Eine neue Team-Attacke, die wir aber nur mit Mario einsetzen können, vielleicht? Da, Luigi ist gerade nicht da. Es handelt sich dabei um eine meiner Erfindungen. Geschickt eingesetzt kann man damit alle Gegner auf einen Schlag besiegen. Das ist komplett neu.
Kein Grund, mir zu danken. Ich bin nun mal ein Genie. Das war jedoch noch nicht alles. Juhu! Oh mein Gott! I love Yoshi! Wieso kriegen wir zwei Paar Attacken auf einmal? Das stört mich gerade ein bisschen. Wir haben so lange im Pukupapanzer gehabt, jetzt kriegen wir zwei auf einmal. Aber Yoshi! Mara hat es auch noch erkannt. Dieses eiförmige Objekt haben wir am Strand von Atacama gefunden. Da war auch Birdo. Hm? Es sieht also irgendwie bekannt aus? Interessant. Ah, oh je, wie einfältig von mir. Du kannst diese Attacke ja gar nicht allein einsetzen, Mario. Finde Luigi Flugs, damit ihr in den vollen Genuss meines Erfindungsreichtums kommen könnt. Wir müssen Capitamura beschleunigen, um Gilt so schnell wie möglich aufzuspüren. Oh yeah. Habt ihr gehört, Freunde? Wir müssen so schnell wie möglich dorthin. Aber Moment, bevor wir da jetzt abhauen, müssen wir leider noch ein paar Quests erledigen. Es tut mir leid, ich mache nicht die Regeln. Hier sind uns zwar noch ein paar Quests. Wir können trotzdem schon mal in die Richtung hinschwimmen und uns den Spaß hier mal genauer anschauen. Seid dabei, dann könnt ihr euch den Spaß genauso anschauen wie ich. Und ja, nach Gilt müssen wir da links noch lang. Außerdem, wie kommen wir hier hin? Frage aller Fragen.